Und damit herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. Hier wird schon mal ordentlich geschossen. Jetzt nochmal Inventar. Jetzt meine Blueliste. Nein. Tschüss. Was gibt's denn hier noch Neues? Ich kenne die die wurden mir vorgestellt. Ich weiß. Die habe ich das letzte Mal gefunden. Gartenvariation. Muss noch mal was nachgucken. Datenbank, stimmt. Datenbank. Luftschiff. Was haben wir denn hier schon wieder? Hängeregal. Das ist sowas von gestern. Gekocht. So. Ich habe die noch nie gekocht. Ist ja merkwürdig. Oh. Wow. Warte mal. Viren. Vertigo-Virus. Medizin. Warte mal, habe ich die nicht gegessen? Habe ich davon nicht eine gegessen, als ich schon krank war? Oh, ich habe jetzt auch keine mehr. Okay, ich muss so ein Ding also haben. Alles klar. So, wir müssen mal ein bisschen hier rumfliegen. Und zwar in die Nähe von Ruinen. Das willst du nicht abschießen, oder? Das muss ich jetzt selber abschießen. Ich brauche Metall. Oh! Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich passiert. So. Die brechen doch noch in sich zusammen. Gut. Ich brauche Metall. Ich möchte mein Luftschiff vergrößern. Ja, ich fliege extra nah dran, dass du weißt, Metall abknallen. Der tut es trotzdem nicht. Da. Furchtbar. Alles muss man selber machen. Bist du leer? Nein, halt. Zu viel sind, wie es scheint, ne? Ja, da werde ich mal richtig viel Sprit da mal herstellen und dann geht das schon. Weil es schießt ja auch wirklich immer nur das Sinn-Zeug. Das fliegt ja auch nur rum. Da vorne sind Lichter. Ja, gut, dann fliegen wir halt ein bisschen langsamer. Ja, jetzt sammelt er zwei Kanister mit Metall. Das ist sehr schön. Was? Wassergehalt nimmt ab. Ja, und? Sollte mich das jetzt beunruhigen? Frage. Sollte es mich beunruhigen? Nein, oder? So. Ich habe das Gefühl, ich bin so super langsam. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin super langsam. Windpark, da könnte es Helium geben. Brauchen wir ja auch. Wir wollen ja den zweiten Ballon ein bisschen größer machen. Warum ist ja eigentlich den ganzen Tag immer Regenwetter? Das ist ja hier wie Ranch Simulator. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier mal so richtig Sonnenschein war oder so. Habe ich hier eigentlich noch... Ich habe nur noch Helium dabei. Na klar, habe ich noch Helium dabei. So. Ich wollte nämlich mal fragen... Kupfer, Maschinen... Der hat jetzt zwei Dinge auf einmal gesagt, das habe ich nicht mitgekriegt. So, was war jetzt das andere? War das das? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil sie dazwischen gelabert hat. So, sind die jetzt gleich groß? Ach,
Junge, nicht sowas. Nicht sowas. Sowas nehme ich dir krumm. So ein Verhalten nehme ich dir krumm. Der kommt hier nicht hoch. Ich war hier schon oben, das ist dir klar, oder? Ich komme hier. Achso, ich komme hier nicht mehr durch, weil der Ballon jetzt zu groß ist, oder was? Maschinenteile, gut. Ich glaube, ich komme nicht mehr durch, weil der Ballon zu groß ist. Naja. Dann ist dem so. So, jetzt müsst ihr doch. Jetzt müssen sie auch beide auf gleicher Größe sein, oder? Ich hoffe's. Ich hoffe es einfach, dass das so gut geht. Zack. Und jetzt können wir mal anfangen, hier draußen den Steg zu verbreitern. Nein, nicht zweimal das Gleiche. Das ist so, so ein Quatsch machen wir nicht. Ja, wenn ich hier nach hinten ausbaue, muss ich das hier eigentlich noch lassen. Zack. Vorrat, also das Virus macht mir zu schaffen. Es irritiert mich, weil es Dinge behauptet, die so nicht stimmen. Rein theoretisch wird dieses große Cockpit mehr Glas noch und sind's. Sollte absolut kein Problem sein. So. Aufnehmen? Oh, falsche Taste gedrückt, sorry. Und ich so, hä? Aufnehmen? Nimm es doch auf. So. So. Nein, ein großes. Ach so, wo noch mehr sind. So. Sehr schön. Gut, Metallboden. Toppi. Und jetzt. Ja, will ich den hier haben oder will ich den lieber hier drüben irgendwo haben? Ich hänge den mal hier mit dran erstmal. Da gibt es bestimmt noch einen schöneren Platz. Aber ich hänge jetzt erstmal damit hin. So. Ich hänge jetzt erstmal hier mit hin. Ah, da brauche ich in der Nähe. Aber ich sehe das da noch. Okay, okay. Es wird die gute Dinge, das kann ich jetzt auch mal hier reinlegen. Ganz ehrlich, das kann ich hier mal reinlegen. So, jetzt habe ich hier endlich ein großes Cockpit. Wunderbar. Nach hier sieht jetzt alles schicki aus. Ich könnte hier draußen Geländer zum Beispiel noch dran machen, wenn ich Lust hätte, aber ich kenne mich. An der Stelle will ich dann aber runterspringen und so. Nein, das war's mir lieber. Räume. Metall und Zint. Am Metall wird es eher scheitern als am Zint. Ich sag so, wie es ist. So, dieser Raum hier ist eigentlich Käse, weil ich kann diese Leiter nicht mehr nutzen. So. Deswegen kommt ein normaler Raum rein. Mit... Ja, mit Steg. Nein, mit Boden. Mit Metallboden. So.
Also, ich bin jetzt hier 3, 4, 5, 6 da. Eigentlich müsste ich auch 6 nach hinten machen, dass es so ein Kastensystem zumindest hat. So. Räume. Räume. Raum. So. Hast du jetzt eigentlich den Steg darunter weggenommen? Nee, ne? Doch, hat er. Ah. Schön, dann muss ich ihn nicht vorher abbauen. Toppi. Toppi Karotti hier. Ich maure jetzt hier meine kleinen Motoren da hinten ein. Okay, okay. Ist jetzt schon mal nicht schlecht. Nein. Sowas machen wir nicht. Metallboden machen wir gleich mal rein. Ich das wieder vergesse, ich kenne mich. Keine Ressourcen dafür. Ich sag dir, das Ding wird super groß. Viel zu groß für meine Verhältnisse. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Es sieht schlecht aus, wenn es mehr breit als lang ist. Aber hier flackert immer so die alles. Ich denke immer, oha. Ganz schön heiß hier. Ah, Helium, nehmen wir alles mit. Nehmen auch dich hier mit. Bitte durchkraxeln. Caution. A storm is coming. Was haben wir hier? Erklärung des Mülls. Es ist unsere letzte Lieferung eher. Der Lift, auf dem wir gearbeitet haben, scheint komplett mit Staub bedeckt und zerstört worden zu sein. Wir wissen nicht einmal, ob unsere letzte Ernte für irgendjemand von Nutzen sein wird. Wenn du hier etwas findest, was dir nützlich erscheint, nimm es ohne zu fragen. Guess what? Dazu musste ich das hier nicht lesen. Das tue ich auch so. Sehe nach unten. Hier über dich, okay. Oh, Leiterplatte, sehr schön. Irgendwie leer. Alles ziemlich leer. So, Leiterplatte, sehr schön. Ah, oh, können wir mitnehmen. Oh, viele von denen. Okay. Jetzt, ich nehme es alles mit. Was ich habe, das muss ich nicht selber herstellen. Deswegen. Das ist Plastik. Das ist eine Leiterplatte. Aber ansonsten ist hier tote Hose, wa? Ziemlich tote Hose. Hier ist noch Helium. Aber ich glaube, ich werde erstmal nicht mehr auf Ballonvergrößerung gehen, weil eigentlich... Ich meine, guckt euch das Riesending an. Zwei Superraketen da oben. Also, es ist breit, es ist groß. Ist noch nicht lang. Aber, mal so. Mache ich einen Schaden? Habe ich einen Schaden hier draußen? Habe ich nicht mitgekriegt? Entschuldigung mal bitte, was ist denn das? Und bitte reparieren. Danke. Sich der Blitz da eingeschlagen. Kann ja nicht wahr sein. Warum vergesse ich immer an die Uhr zu gucken wegen meinen Augen? Na, ich weiß schon wieder nicht. Oh, ich sehe was ganz anderes, was mir nicht gefällt. Ich
ich sehe was ganz anderes, was mir nicht gefällt. Mein Constructor-Ding jetzt ist ja... So, halt. Du kommst hier rein, hast du gesagt? Okay. Ist hier so ziemlich leer. No battery. Ja, bitteschön. Dafür habe ich sie geholt. Genau dafür. Wie viel Synth habe ich denn noch? Weil, wenn ich sehr viel Synth habe... Dich hat keiner gefragt. Dich hat keiner gefragt. So. Ja. So ein Riesenschrank und dann nur 9 Plätze, ey. Verstehe ich nicht. Ich null. Na, da verstehe ich das. Halt! Leiterplatten. So. Aber leer oder warum schießt du nicht? Oh, der ist leer. Ja. Hoi. Ich muss schon sagen, hey! Verdammt, mach deinen Job! Mach deinen Job! Vorne ist noch Metall. Oh, krass. Ich bin ja. Ich habe gelandet, oder? Immunity is decreasing. Vulnerability to viruses rises. Die alle leer? Okay, okay. Das ist mir neu. So. Bitteschön. Aber hier sind die. Printing completed. Hier das Ding da mal rein und zack. Und hier. Printing completed. Hier. Printing completed. Und hier. Printing completed. Guess what? Hier. Printing completed. Zack. Printing completed. Zack. Printing completed. Ja. Und da rein. Und da rein. Hier habe ich wieder keinen Platz. Und da rein. Da ist noch ein bisschen Platz, wie es scheint. Printing completed. So, trink, trink, trink. Hop, hop. So. Printing completed. Community is decreasing. Diseases might become more printing severe. Completed. So. Müssen erstmal was für meine Energie tun. Die war schon ziemlich knapp. Program correct. Da. Hot Tyras under ribs. Zack. Hier. Und hier. So, jetzt hier mal volle Düsenkraft voraus, würde ich sagen. Das Metall da unten holt er sich. Sehr schön. Und der Schutz ist zusammen. Okay, nice, sehr gut. Übrigens, dich hier. Vielleicht könnten wir dich, keine Ahnung, so ein bisschen weit nach vorne stellen.
hier, genau. Ich glaube, da bringst du mehr. Ist außer Reichweite. Skandalös. Alles außer Reichweite. Aber ihr kommt direkt auf mich zu. Ihr dürft nicht außer Reichweite sein. Gut. Sehr schön. Ich bin gelandet. Das könnte das Ganze doch erklären, oder? Findest du nicht auch? Ach, ich will immer hier vorne raus, aber da ist ja... Da ist jetzt eine Scheibe im Weg. Hier gibt es eine kleine Gartenanlage. Vielleicht kriege ich da mein Heilmittel her. Wie kann man von 3 Messerschwingern so erschöpft sein? Achso, ich soll ja bestimmt für euch das Licht anmachen. Immer von der anderen Seite ran. Ja. Haben wir da vorne? Weißblume. Nehmen wir einfach mal mit. Hey, ist es nicht so eine Melone, die ich für die andere Krankheit, die ich angeblich habe, essen soll? Ich kann sie mal testen, ich bin ja eh schon krank. Oh. Virus infection detected. Jetzt habe ich 2 Viren. Ja, ich bin so ein liebender Seuchenpool. So. Oh, da ist ein Plakat drin, das sehe ich. Das mitnehmen. Aber das Plakat kannte ich schon, deswegen habe ich es jetzt mal nicht analysiert. Oh, was haben wir, kriegen wir hier? Haben wir die nicht schon? Ist das nicht der letzte Blaupause, die ich gefunden hatte, diese geschwungene? Gibst du mir jetzt alles doppelt und dreifach? Aber nicht nett. Ich dachte, ich krieg was Neues. Kann ich ja für schwere Zeit mit Kühlschrank mitnehmen. So. Hier kann ich... Könnte angeln. Könnte angeln, sie ist gerade, meine Angel ist da vorne. Wo wir gerade bei schweren Zeiten waren und so. So. Bitteschön. Ah, jetzt rattert das Ding da draußen so laut. Ach, shit. So, bum, bum. Zack.
dieses Plakat, das ich wirklich jetzt schon dreimal habe, auch läuft daneben. Okay. Au. The virus hurts you when you look at the sun. Datenbank öffnen ist aber fies. So. Virus. Medizin gekocht. Achso. Okay. Angelweg versperrt, sag mal, willst du mich veralbern? Ich sage eben noch so, oh, hier kann man sogar angeln. Weil es frei ist. Angle. Was so ein Ding. Es tut weh, wenn ich in die Sonne gucke. Vampirus. Ich habe Vampirus. So, da koche ich mir so ein Ding und da habe ich zumindest die zweite Krankheit weg. Gab es hier noch irgendwas, wo ich diese andere Pflanze für gebraucht habe? Wie hier? So, jetzt muss ich die kochen, die Staubi. Ich will mal kurz schlafen für die Zeit. Und esse Staubi. Yes, gut. Ich habe das zweite Virus, bin ich los. Sehr, sehr gut. Die andere hier kann ich auch mal kochen. Rein theoretisch. Zack. 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 So, ich wollte doch Räumlichkeiten machen, ne? Deswegen. Das hier alles mitgenommen. Bin ich hier noch irgendwo vorbei? Nein? Ihr seid ganz schön fett. Ihr seid ganz schön fett hier. Aufheben. So, Metallböden. So. Gut, wisst ihr was? Hier kommt eine Metallwand rein. So, nein, halt. So. Das ist hier meine Kreativecke. Ganz da hinten. Kreativecke. So. Räumlichkeiten. Ist schon wieder keine Ressourcen? Ach, das Metall. Ist es wirklich das Metall? Früher habe ich gesagt, ja, Metall brauchst du eh nicht. Ich weiß ja nicht, wozu ich Metall habe. Und jetzt merkt man erstmal, Mist, ich brauche Metall. Na gut. Na gut, 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 gut. Da hilft kein Jammern. Da hilft kein Jammern. Alter, ich habe noch die zweite. Steht da leicht schief, oder? Habe ich das Gefühl, dass die leicht schief steht? Egal. Gut, gut. Ich dachte, da hinten fehlt Platz. Ja, das Schiff muss ich nach hier noch die ganzen Räumlichkeiten. Dafür brauche ich noch mehr Metall. Was es ja hier offensichtlich nicht so gibt. Ja, ich schnupp dir das ganze Metall. Nicht das Zünd, das eher das Metall. Mal hier zu den Ruinen der einstigen Stadt. Da gibt's Metall. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. Erzähl doch nicht. Hab
gerade eine meiner Krankheiten geheilt. Die andere heile ich, sobald ich wieder... Ups, Baum fällt. Sorry. Die andere heile ich, wie gesagt, wenn ich wieder beim Garten bin. Aus. Ich wollte gerade sagen, warum schießt du nicht? Er ist aus. Ja. Das hier treffe ich nicht, ne? Schade. Metall. So, bisschen Metall. Baum. Baum. Ich weiß, dass da noch eine Lücke ist. So. Gut. Dann habe ich erstmal einen Kasten. Kasten ist jetzt nicht das schönste Bauprinzip, ich gebe es zu. Aber es ist schöner als mehr breit als lang. Das sah furchtbar aus. Was? Electrical parts? You don't say. Ja. Nicht nee, Synth. Synth. Was komme ich hier mit Electrical Parts und Quatsch? Doch Synth. Nimm das Synth an dich. Und da ist schon wieder die Ressource aufgebraucht. Ach, ist das furchtbar. Oh Mann. Oh Mann. Also, war noch sehr viel Metall, dass wir hinten den das weitermachen kann. Ist aber nicht lang genug. Ach, ist wirklich krass, was man hier alles an Ressourcen braucht. So. Sehr schön. So, suchen wir mal. Keine Ahnung, Platz, wo wir mal landen können. Das übernehme ich persönlich. Jetzt habe ich das verpasst, weil du auf mich zugeflogen bist. Habe ich das auch zusammen? Nö, das nicht. Das wollte ich zusammenbrechen. So, nehme ich meinen Strahler vorher weg. So. Gut. Wir landen da vorne erstmal. Hey, ist das nicht sogar ein Garten? Da kann ich mich heilen. Schick. Ist dieses Virus endlich los. Ein bisschen Metall mitgenommen. Weil bei Gärten gibt es in der Regel ja nichts. Und nur sehr wenig von allem, sagen wir es mal lieber so. Naja, so richtig zusammenstürzen tust du ja nicht. Ich mach schnell vor Folgenende eine
Hat er Dingensbummens da Sucher? Das Virus loszuwerden? Ob hier einer drin ist? Oh, wer da ist? Oh, Spielpatter. Deswegen. So. War klar, war so klar, dass ihr hier rumliegt. Ich sollte aufhören, Polymer mitzunehmen, ganz ehrlich. Ich habe Polymer eigentlich nicht mehr gebraucht. Es liegt in Masse rum. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Du hast so gemurmelt. Du wolltest, dass ich das Ding hier mal schnell koche, mich kurz schlafen lege, während es das macht, es esse und geheilt bin. The virus was neutralized. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So. Damit würde ich jetzt die Folge beenden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lang die schon jetzt ist. Die ist wahrscheinlich überlang oder so. Es tut mir leid. Ich bin ein notorischer Nicht-an-die-Uhr-Gucker. Oder eher ein... Nicht an die... Das ist die falsche Aussage. Ich vergesse einfach, mir zu merken, wann ich angefangen habe. Ich gucke an die Uhr und dann so... Dann ist es. Dann gucke ich später wieder drauf und denke, wann genau hast du eigentlich nochmal angefangen? Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Tüdelü.